Ja, willkommen zurück zu Minecraft. Überleben im Leben. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Beautiful House gebaut. Und heute werde ich einen Zaun oder irgend sowas bauen, was mir sehr viel Freude bereitet, das sehr viel Arbeit macht. Nee, meinen Garten werde ich bauen heute. Ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, wie ein Zaun geht. Ja! Ich bin so gut. Da, 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 da. Und das wird fürs erste Mal reichen, denke ich. Weil da, wo ich es hinbaue, ist im Endeffekt mache ich da so einen Weg. Ich habe eine Schaufel. Mache ich da so einen Weg? Oder soll ich das lassen? Kein Plan. Machen wir das mal zu. Da baue ich so einen Zaun dran. Weil ich das kann, baue ich einen Zaun. Und das ist falsch. Denn ich will da keinen Zaun. Abbauen. Dankeschön. Oh ja. Baue ich den da noch so dran? Ja, die Bäume muss ich da entfernen, sonst wachsen die und eskalieren und ja, das wollen wir nicht. Dann fehlt uns noch jede Menge Wasser und Stein. Kleiner Stein, viel Stein. Was nehme ich dann? Nehme ich da so einen Pflasterstein? Obwohl Kies hätte es auch getan. Nee, probieren wir mal mit diesem. Naja, sieht eigentlich eh ein bisschen hübsch aus. Ein bisschen hübsch. Blöcke müssen ja verbunden sein. So. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, der PC, der hat irgendwas. Egal was, entweder seine Tage oder sein Notstand. Oder warte. So. Ich glaube, da kann ich dann so Treppen runter machen. Da mache ich glaube ich so Treppen runter. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Mache ich so eine beautiful Laterne hin. Hey. Das werde ich dann auch ausziehen. Für die Leute, die das Haus noch nicht gesehen hat, ich werde es noch mal zeigen. So sieht es jetzt als fertig aus. Der Balkon fehlt noch. Da habe ich ein paar Fenster hingemacht. Was dieser Buschen da noch will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich den... Muss ich da was anderes hinbauen? Ja, der hat sich mit dem da verbunden und glaubt, das wird jetzt ein inniger Baum. Die innige Bäume. Ja. Von innen zeige ich das nochmal. So, da geht man drauf, da hat man einen schönen Blick. Da drüben kommt das Gemüsebeet hin. Ein Kürbis und so muss ich alles noch finden. Da kommt der Balkon hin, da gehst du so raus und denkst dir, ach, schöne Welt. Und da werde ich das Schlafzimmer machen. Also da stelle ich dann das Bett rein. So. Oh, es blendet. Ich bin ein Vampir. Ja. Ich glaube, ich werde heute, also, ja, bei dieser Aufnahme werde ich, glaube ich, auch auf den Berg raufsteigen. Vielleicht finde ich ein paar Kürbisse.
Kommt drauf an, wie schnell ich mit dem Bauen da bin. Wie lange das alles noch dauert. Hallo! Lass mich ins Bett gehen. So. Ja, und natürlich brauchen wir auch wieder jede Menge Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Und alles abbauen. Für was hat man Fäuste? Oder sollen wir drauf scheißen und gleich auf den Berg raufgehen? Ah, ich scheiß mal drauf. Ich geh gleich hinauf. Nur das Wichtige. Nur das wichtige Equipment. Das lasse ich da, das lasse ich da, das hat keinen Platz. Das lasse ich da. Das Bänke nehme ich mit. Kohle wird überbewertet. Spitzhacke habe ich zur Sicherheit mit. Und los geht die Reise. Ui. Oh, das sind zwei Carlos. Carlos Rot und Carlos Schwarz. Na, ist auch rot. Zwei rote. Da sind haufenweise Schweine. Ah, das sieht ja auch ganz niedlich aus. So, Schweinchen in Rosa. Grunz, Grunz. Aha. Das sieht mal interessant aus. Ich bin voll im Trend. Und das sieht man hier, denn ich trinke kein Bier. Eigentlich schon, aber ich habe gerade keins zur Hand. Hoffentlich finde ich nach Hause. Hui! Hui! Die Gegend, die sieht mal extrem brutal aus. So wie das Wasser. Da. Ja. Gehen wir mal in diese Richtung. Damit ich mich nicht hoffentlich verlaufe. Die Koordinaten hätte ich mir für zu Hause aufschreiben. Na, das mache ich nächstes Mal. Dass ich mir die Koordinaten für zu Hause aufschreibe. Aber ich werde nur so einen Überflieger machen. Damit man sieht, wo genau. Oh, Kürbisse. Ich habe den Jackpot geknackt. So. Oh, ich bin so happy. Kürbisse. Kürbisse überall. Yay! Nehme ich alle mit. Ihr seid alle mein. Kann ich einen Eisengolem machen. Der mich von den bösen Spinnen und Creepers frei macht. Obwohl ich bis jetzt eh nur keinen gesehen habe. Naja, ich werde, glaube ich, heute gar keinen sehen, da ich ja die Monsters ausgestellt habe. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Nehmen wir beim Sonnenblumen auch mit. Die sehen so schön aus. Ich glaube, die in Minecraft, die bewegen sich mit der Sonne. Ah, ich weiß schon, das ist das Feld mit den vielen Blumen. Da musst du über den Hügel und kommst schon zu meinem Haus. Ich kenne mich schon aus. Ein schwarzes Schaf. So, und wenn man da raufklettert. Wartet. Ja. Und dann von hier runter sieht. Nee, nicht Schafe. Schafe fressen alles. Alles. Und wenn ich sage alles, dann ist es alles. Sehr viele Blumen. Auf jeden Fall. Sieht man hier auf mein Haus. Und der Vorteil hier ist, es sind sehr, sehr viele Blumen. Was ich aber nicht verstehe, wieso. Ist es
Ist es Absicht? Wow. Das ist Absicht. Das ist Wasser. Das sieht mal ziemlich cool aus. Habe ich hier eine Fackel oder irgend sowas, dass ich diese setzen kann? Naja, ich werde mir das merken. Das sehen wir uns nächstes Mal an. Aber das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So, ich werde hier noch ein bisschen die Gegend erkunden. Obwohl, ich könnte doch mit ein bisschen Holz anfangen zu farmen. Husch. Es ist, glaube ich, egal, was für ein Holz ich mitnehme. Holz ist eben Holz. Egal, es könnte, glaube ich, rauskommen, wenn ich weißes Holz, also, oder? Nee, andere Farbe. Obwohl, bei den neuen Versionen ist es jetzt so, dass wenn du weißes Holz aufbeißt, weißes Holz bekommst, also auch weiße Sticks und weiße Zäune und all den Scheiß. Und wenn du braunes Holz abbaust, braune Sticks rauskommst und normales braunes Holz. Und braune Zäune. Und deshalb brauche ich nur alles braun, denn braun ist hip, braun ist billig und braun ist braun. Aber leider kann ich die Erde nicht benutzen, um Zäune zu bauen. Würde ich irgendwann einmal tun, aber geht nicht. Aber ha, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir den komischen Höhleneingang auch, den XXL. Der, was mich ziemlich beeindruckt hat. Den werde ich dann steigen auch. Holder, Holder. Jetzt geht's los, oh Zigarre, oh. Mach dich auf den Weg und kämpf dich frei. Da wachsen Bäume, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich mache hier draußen eine Crafting Box. Soll ich dich rausbauen? Nee. Ja, mein Emma. Mein Emma voller Hoffnung. So. Sei ein braves Kind und steig in die Mikrowelle. Filme gibt's da. Ein Wahnsinn. Ah, ein Tor muss ich noch machen. Ich glaube, das macht man so. Haha! Das Tor weiß ich, aber den Zaun nicht. Prank. Das ist ein Prank. So, das mache ich. Ah, machen wir mit der Faust. Grabe ich mit der Faust ein Loch in die Wand. So, da ist mein Tor. Da ist mein Tor. Ja, der Baum kann da auch nicht wachsen. Und das macht. Okay, dann machen wir es so. So, jetzt geht's los, Ticker. Und ja. Und das sind schon wieder sehr viel Zeit. Ja, Leute, das war's jetzt wieder mit Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal steigen wir in der Höhle runter. Ja, wir sind gerade nicht weit gekommen, aber was soll's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ja, abonniert mich und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.